Das ist womöglich das beste Dönerfleisch, was ich je gegessen habe. Oh, Leben und schön, dass ihr am Start zum neuen Video von mir zu Hause. Die Ansage heute. Ich will mich ja nicht selber loben, das muss ich sagen. Ihr habt den Titel gesehen. Ihr müsst euch das Döner-Game so vorstellen. Das Döner-Game läuft ab wie ein Scout auch teilweise beim Fußball. Wer investiert am meisten? Wer ist am meisten unterwegs? Wer geht über die 100%, um die Diamanten zu finden? In Deutschland, die da draußen, die noch keiner kennt. Alle labern immer, aber ich bin unterwegs. Ich investiere am meisten. Ich investiere am meisten und ich habe Niedersachsens Nummer 1 gefunden. Die wahre Nummer 1 und keiner hat ihn gekannt vorher. Dinos in Bremen. Wenn man ein, zwei Stellschrauben dreht, wird das die neue Nummer 1. Und in dem Sinne, Leute, lasst den Daumen oben knallen. Ich gebe wirklich alles für euch, für die deutsche Dönergemeinschaft, um euch die Läden zu liefern, die was leisten. Viel Spaß im Video. Dinos Döner hat eine Geschichte. Hat eingeschissen. Dinos Döner hat eine Geschichte. Wir waren da schon. Damals war ich mit Wingdodo da. Und der hat, also ich würde behaupten, so ziemlich das krasseste Fleisch, was wir je gegessen haben. Ne? Der legt das irgendwie auf Special Form ein oder so. Der macht das ganz krank. Ganz unscheinbarer Truck. Und der hat damals auch wirklich eingeschissen, weil er irgendwelche Special Jackie Chan Soßen reingepackt hat oder so. Und jetzt nehme ich mal mit richtigen Soßen da. Vielleicht hat das Brot noch verbessert. Das war damals, sag ich mal, auch ein bisschen, sage ich mal, ein Knackpunkt. Ich sag's euch, dieser Döner hat Potenzial, komplett nach oben zu ranken. Also locker Top 10. Locker Top 10. Er guckt eben aufs Handy, dann guckt er mich an. Ja, geil, geil, dich mal wiederzusehen. Wir haben eine Special-Video-Mission. Ich habe schon gesagt, Mann, geile Mütze. Setz mal das für die nicht. Ich will noch mal zusehen, meine Top-10-Rankings ein bisschen auf Vordermann zu kriegen. Dein Döner hatte damals ja das Potenzial und nur du hast bei den Soßen eingekackt, weil das waren einfach nicht meine Soßen. Und es ist nach wie vor, ne? Du legst das Fleisch selber ein, machst alles selber, ne? Und lässt Fleischspieß selber stecken und so. Genau, so ist es. Das legst du jeden Tag frisch ein, das Fleisch, ne? Es war eines der besten Fleischproduktionen meines Lebens, sag ich mal so. Machst du mir einen normalen Döner einfach und diesmal aber mit Tzatziki und scharfer Soße. Tomate, Zwiebel, ganz klassisch. Geil, Mann, geil, Mann. Boah, guckt euch auch mal das Fleisch an. Schön angeröstet, schöne Bräunung aus. Ich sag immer, in der Türkei zwiebeln die das so an, das Fleisch, dass das richtig verbrannt ist an ein paar Stellen. Aber das schmeckt geil. Was ist denn das für ein Fleisch nochmal? Junge Kaltfleisch. Junges Kaltfleisch. Ah, geil. Hast du immer noch so viele Soßen oder bist du ein bisschen basic gegangen? Ich habe noch eine Spezialsoße dazu. Heute sind wir klassisch, ja. Geil, aber guckt euch. Brot machst du jetzt auch selber? Geil. Und ich habe noch eben gesagt, dass das noch ein Punkt wäre, wo man vielleicht noch aufbessern könnte, weil das war letztes Mal auch so ein Knackpunkt. Die Soßen und Brot müsste noch so ein bisschen Upgrade bekommen. Das ist voll dünn. Ich muss auch mal an die Seite ran. Ich will das mal eben angucken. Geil, was hast du dafür? Wird das aber richtig Fladenbrot? Ja, ich mach ihn also täglich immer frisch. Oh, heftiger Typ, wie du auffährst, ne? Ja, muss ich. Ja. Ist das gut bei dir? Ja, schön. Nach deinem Video ist noch mehr. Ja, ist noch mehr? Freut mich. Boah, das sieht gut aus, Mann. Das kann kein Zufall sein. Heute ist alles, alles kein Zufall. Der Typ, der mir deinen Döner empfohlen hat, ja. Ne, damals, den treffe ich zufällig beim Dreh heute in Bremen. Echt? Wo wir schon wussten, dass wir zu dir wollen. Der Kollege hat damals Dinos, wir wollen da heute hin. Danke für den Tipp nochmal. Vielen Dank. Jetzt kommen wir hin. Ich sag vorher, Brot könnte Stellschraube sein und Soßen. Und jetzt sagst du mir, du hast neues Brot. Das könnte der beste Döner Deutschlands heute werden, Mann. Ja, ja, ist so. Also Fladenbrot gibst du mal bei mir und meine eigene Brot. Okay. Zwei Auswahl haben die. Damals hattest du aber auch nicht Fladenbrot, sondern anderes. Ich habe ja diese andere gehabt, diese von Bäcker. Ja. Ich sag mal, nach deinem Video habe ich mich umgestellt. Schön. Habe ich dir damals gesagt, ne? Der Brot ist war zu präsent. Ja. Muss ein bisschen leichter sein. Besser. Und zur Not, das Fladenbrot ist immer eine gute Entscheidung. Weil es mögen auch viele, mögen gerne Fladenbrot. Diesen klassischen. Das ist so, das hat seine Daseinsberechtigung. Genau. Das Fladenbrot ist immer die Sicherheitsvariante, muss man sagen. Aber das größte Potenzial, das ist in dem Selfmade. Und das kann leichter einscheißen. Geil, geil, geil. Ja, was wollte ich hier eben sagen? Unscheinbarer Stand, ne? Hier an der Seite. Also du musst auf jeden Fall noch irgendwo dick Werbung machen mit einem dicken Schild da oder so. Nur jemanden, der das. Ja, ne? Das Brot einer Oh, da muss ich nochmal hin. Ölei-Sahne-Mischung macht der da drauf, Alter. Ich glaube, es geht los. Dino, mein Schwein pfeift gerade. Ölei-Sahne und sag mir jetzt nicht noch, du machst da Sesam und Kümmel drauf. Ja, das sowieso. Das kommt auch noch. Das kommt noch, ne? Ja. Der Typ hat Ahnung, Mann. Das ist ein Gourmet-Koch hier in seiner kleinen Hütte, der nach draußen muss. Jeden Morgen musst du schreien. Das kommt auch noch drauf. Allein, dass das Fleisch so kross ist, ist schon mega. Oh, das, guck mal, da hinten, das dampft richtig. Also, hier ist Potenzial drin. Für Top 3 oder so. Top 2, vielleicht sogar Top 1 Deutschlands. Ich schwöre es euch, wenn jetzt alles stimmt. Glaubst du, sein Fleisch habe ich bis heute noch in Erinnerung. Ja, ich auch.
Guck mal, jetzt kommt noch mal, jetzt sieht aus, als wärst du jetzt hier vom Breaking Bad. Wie heißt der Hauptfigur noch mal? Walter White. Kocht noch mal ein bisschen nebenbei. Das jubelt er mir denn unter, dann bewerte ich auch gut. Das ist womöglich das beste Dönerfleisch, was ich je gegessen habe. Und bei meinem Leben, ich würde das niemals leichtfertig sagen. Das Fleisch knackt, Leute. Das ist so hart im Biss. Das habe ich letztens einmal beim Abonnenten-Battle gehabt. Danke, Rudi. Aber das war eine andere Liga. Das Brot ist wie geschaffen. Da muss ich mir jetzt noch reindenken. Ich habe so einen ganz leichten Touch hier von der scharfen Soße, aber die ist wirklich dezent. Das ist nicht so, dass es irgendwie Oberhand nimmt. Ich bin in letzter Zeit teilweise manchmal auch bei so einem Döner ein Fan, ein bisschen zu unterstützen mit Soße. Big Baba hat mich darauf gebracht. Das Einzige, was jetzt für den Test negativ ist, aber nur für den Test. Ich denke mal, jeder Kunde freut sich, wenn er so dick Fleisch oben drin hat. Jetzt habe ich erstmal einen dicken Haufen Fleisch. Den richtigen Döner-Test quasi, den kann ich jetzt erst starten, weil ich jetzt erst gucken kann, wie verhalten sich die Zutaten untereinander. Und jetzt geht's in die Vollen. Geil mit den Kräutern hier auch. Dino, hast du noch einen Döner? Für mich doch noch einmal ohne Soßen. Das Fleisch ist, glaube ich, das Beste, was ich gegessen habe. Müsst ihr den direkten Vergleich noch mal schauen. Unten ist wiederum das Problem. Die Fleischaufteilung jetzt im Döner war nicht optimal. Ich habe ganz, ganz viel Fleisch oben gehabt. Aber im Döner, wo sich halt alles vermischen muss, war es nicht optimal. Jetzt bin ich unten bei dem Stück, das Königsstück. Aber hier überwiegen die Soßen jetzt zu doll. Und ich kann so vom Fleisch mit dem Brot, das Gesamtspiel, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Deshalb muss ich da jetzt noch mal einmal einen Döner reinbeißen. Das hier ist auch einfach heftig. Besser. Das ist eine Symphonie. Das ist erst dieses geile Brot, Mann, ich sage es euch. Was wirklich auch durch diesen Sesam, ich nenne es immer der perfekte Löffel, wisst ihr? Da gibt es ja so eine Fernsehshow. Ihr habt diesen Löffel und beobachtet bei euch, wie kommt diese Scheiße an. Ihr habt diese kranke Röstung halt davon. Und dann habt ihr natürlich das Brot und diese Kombi alleine. Überlegt mal, was das für eine einfache Kombi ist. Ist es Fleisch, ist es Brot? Sonst nichts. Ist es keine Soße, ist es nichts. Dann habt ihr so ein kleines Stück Tomate zwischendrin, was das Ganze auffrescht. Die Tomate hat so eine leichte Würze drauf. Ich glaube, da hat er eben noch mal Würze drauf kommen. Wie ich sie nur kenne von meinem Vater damals, wenn er Schwarzbrot gemacht hat. Tomate drauf, Zwiebel, ein bisschen Gewürz drauf. Zack, habe ich als kleines Kind gesnackt. Und so hast du ein Stück Erinnerung in so einem kleinen, schönen Döner drin. Dieser Knusper vom Fleisch, ich sage es, ist das beste Fleisch Deutschlands. Und das an einem Ort hier, irgendwo abgeschlagen in Bremerhaven, ich glaube, der ärmsten Stadt Deutschlands. Keiner hat diesen Döner auf dem Schirm. Ich habe ihn einmal getestet, da hat er ja ein paar Fehler gehabt, sag ich mal. Und dieser kleine Rohdiamant, für mich gerade ganz krass dabei, ganz krass dabei. Also ich hoffe, ich schrecke die muslimischen Brüder nicht ab mit dem Spruch. Aber an die deutsche Community, die auch einen Gyros kennen. Was so richtig scharf angebrannt ist vom Teller. Das ist ein schöner Vergleich. Weil dieser Touch vom Fleisch außen ähnelt schon an so ein schönes Gyros. Tut mir leid an die muslimischen Brüder, aber es ist leider so. Das ist schon krank. Dann die Zwiebel dazu. Das, womit du ja angefangen hast, ist ein Döner-Ding. Man sieht gerade voll deine Leidenschaft, die man lange nicht mehr gesehen hat, sag ich dir ehrlich. Ist so, ne? Ja. Würdest du sagen, besser auch als Pferd? Besser als Pferd kann ich nicht sagen. Das sind zwei absolute verschiedene Welten. Aber da würde ich Pferd noch einen ganz kleinen Millimeter vorne sehen. Also eins muss ich schon vor meiner Bewertung sagen. Egal, wer diesen Döner testet, meine Bewertung steht für einen Döner ohne Soßen. Egal, welchen Test ich gemacht habe und ohne Soßen getestet habe, ich kann meine Hand nicht für einen Döner mit Soßen ins Feuer legen, weil der das komplette Game verändern kann. Der beste Döner kann mit Soßen scheiße sein und andersrum genauso. Das muss ich echt mal in mich gehen, mein Ranking angucken, weil das wird eine wilde Angelegenheit da oben. Also Dino, er steht übrigens auf dem Podest, der ist nicht so ein Riesen. Ne? Also, man muss es jetzt so einfach sagen, Leute. Das Fleisch ist Champions League komplett Endlevel. Ne? Dieser bisschen Döner mit diesem Brot, was einfach dich wegscheppert. Dann dieses Gewürz, was du dann noch auf die Tomate drauf machst, ist ein Gesamtspiel. Eines, was ich nie gedacht hätte, dass ich das so sagen würde, ne? Für mich hat das Fleisch in dem Moment einziger minimal Kritikpunkt zu viel Raum eingenommen.
ich sag jetzt mal nicht so Döner-Teller-Style, ne? Ja. Wo ich einen Döner-Teller, aber zum Schluss, das Gesamtspiel in allem, ist der einzige Punkt, warum ich sage, das ist nicht der beste Döner Deutschlands für mich. Für mich bist du Platz 3 gerade, wenn mich nicht alles täuscht, mit 9,3 Punkten, wo noch Potenzial nach oben ist. Und ich muss sagen, ich werde dir noch eine zweite Chance geben, weil alle, die oben mit drin waren, waren am Anfang auch nicht da oben. Ne? Die waren am Anfang nicht da oben, man macht eine S-Tour wie heute, zack, und ich fahre dahin. Als erstes, ohne was gegessen zu haben, gebe ich dir das Versprechen, komme ich zu dir. Leute, würde mich freuen, wenn den Daumen oben knallen lasst. Ich komme hier zu Dino nochmal, für den Mann, guckt ihn euch an. Er es verdient hat, ne, komme ich mit leeren Magen morgens nochmal angefahren, wird dein Döner scheppern, die Chance, die ich allen Dönern da oben gegeben habe. Aber Platz 3, die für dich, krankes Teil. Krankes Teil, Mann. Also den müsst ihr fressen, Leute. Fleisch, legt da meine Hand für ins Feuer für das Ding. Geht da hin und ihr werdet mich lieben. Alles klar, Dino. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? Kommentar gerne auch da lassen und dann sehen wir uns.